Die Aktien des Unternehmens C3 AI sind in den letzten 5 Tagen um über 30% angestiegen, nachdem sie 2 neue Partnerschaften verkünden konnten. Diese Partnerschaften wurden mit dem Unternehmen Microsoft und dem Beratungsunternehmen Capgemini abgeschlossen, die dabei helfen werden, die Softwareprodukte von C3 AI zu vertreiben sowie auch zu vermarkten. Das Unternehmen C3 AI ist ja ganz ähnlich aufgestellt wie das Unternehmen Palantir. Sie haben hier ein ähnliches Angebot bei ihren Produkten, sprich eben Softwareangebote, die entsprechende KI-Produkte in diverse Unternehmen einbringt, um gewisse Effizienzen zu generieren und Kosten zu sparen. Die beiden Unternehmen haben auch sehr ähnliche Kundensegmente, zum einen große Industrieunternehmen aus verschiedenen Branchen, des Weiteren allerdings auch einen großen Anteil des Umsatzes mit Bundesbehörden, wo es meistens das Militär ist. Die Unternehmensgröße von C3 AI ist hier allerdings noch um einiges kleiner, weshalb das Unternehmen allenfalls noch ein größeres Potenzial bei der Kursentwicklung haben könnte. Wenn wir das bei der Aktie mit dem Kürzel AI anschauen, dann wird die Aktie derzeit bei rund 35 US-Dollar gehandelt. Das Unternehmen kommt auf eine Gesamtbewertung von 4,4 Milliarden US-Dollar und in der langfristigen Betrachtung des Aktiencharts wird ebenfalls ersichtlich, dass man einen großen Teil des Unternehmenswert eingebüßt hatte seit dem Börsengang. Allerdings hatte man nun eine Performance seit Jahresbeginn um etwas mehr als 20%, was zwar positiv ist, allerdings nicht mit der Performance von Palantir mithalten kann. Besonders spannend und auch eine Ähnlichkeit mit dem Unternehmen Palantir zeigt die Umsatzentwicklung, denn sie haben hier ebenfalls eine Umsatzwachstumsbeschleunigung, was natürlich für Investoren sehr interessant ist und in dieser Grafik sehr gut ersichtlich wird. Denn hier ist zu sehen, dass man eben beim Umsatzwachstum eine Beschleunigung hatte seit einigen Quartalen und die Schätzungen für das nächste Quartal wäre ebenfalls eine weitere Umsatzwachstumsbeschleunigung. Die Schätzungen liegen dort bei rund 24% Umsatzwachstum auf einen Wert von rund 91 Millionen US-Dollar. Was natürlich bedeuten würde, dass eben die Nachfrage nach den Produkten von dem Unternehmen weiterhin anziehen würde. Und wie wir es bereits bei der Aktie von Palantir gesehen haben, bedeutet eben eine Umsatzwachstumsbeschleunigung auch stark ansteigende Kurse bei dem Aktienchart, weil man solche Unternehmen natürlich anders bewerten muss als eben Unternehmen, bei denen das Umsatzwachstum stets abnimmt. Eine weitere spannende Betrachtungsweise wird auf dieser Folie ersichtlich. Dabei hat das Unternehmen C3 AI bei weitem einen höheren Net Promoter Score, was wiederum bedeutet, dass eben die Kunden von den jeweiligen Unternehmen bei den Produkten von C3 AI am ehesten eine Weiterempfehlung machen würden, was natürlich in dieser Grafik schon relativ stark ersichtlich wird. Allerdings ist es auch eine Folie, welche von dem Unternehmen selbst erstellt wurde, also sicherlich mit Vorsicht zu genießen ist. Allerdings dürfte da schon auch etwas dran sein. Das Unternehmen ist natürlich auch noch relativ klein im Vergleich zu den weiteren Unternehmen. Das ist sicherlich auch ein Aspekt, den man bei dieser Folie berücksichtigen sollte. Trotzdem eine sehr spannende Betrachtungsweise der Net Promoter Score, auch eine relativ bekannte Kennzahl. Diese Kunden von dem Unternehmen C3 AI scheinen hier also sehr zufrieden zu sein mit den Produkten von dem Unternehmen. Und es gibt hier auch einige Fallstudien, wie bereits angesprochen. Ein Unternehmen ist beispielsweise das schweizerische Unternehmen Holcim, welches ebenfalls mit den Produkten von dem Unternehmen C3 AI arbeitet. Des Weiteren bekannte Unternehmen wie das Unternehmen Shell, aber auch Koch Industries und natürlich das US-Verteidigungsministerium, hier beispielsweise bei der US Air Force. Also diverse Unternehmen, welche bereits mit der Software von dem Unternehmen Erfolg erzielen konnten, was natürlich sehr erfreulich für die Weiterentwicklung des Unternehmens sein kann. Ein weiterer sehr beachtenswerter Aspekt bei dem Unternehmen C3 AI ist die derzeitige Shortquote. Das Unternehmen hat eine Shortquote von ungefähr 19% der ausstehenden Aktien. Ich persönlich bin der Meinung, dass diese hohe Shortquote gepaart mit weiteren Indikatoren zu einem sogenannten Short Squeeze führen könnte. Denn die weiteren Indikatoren sind hier ebenfalls erfüllt, um einen Short Squeeze auszulösen. Beispielsweise, dass eben die Aktie bei Retail-Investoren sehr beliebt ist und eben auch, dass die Aktie einen Sprung gegen oben macht aufgrund von einem neuen Ereignis, welches so zuvor noch nicht eingepreist war. Und das war ja bei der Aktie von C3 AI der Fall, aufgrund von den neu verkündeten Partnerschaften mit den Unternehmen Microsoft und Capgemini. Es könnte hier also durchaus sein, dass einige von diesen Short-Positionen bei einem Kurs von 30 oder 35 US-Dollar dann die Aktie kaufen müssten, weil sie entsprechende Short-Positionen decken müssten. Und das könnte natürlich einen sogenannten Short-Squeeze auslösen. Ich persönlich habe bei dem Unternehmen eine kleine spekulative Position aufgebaut, weil es meiner Meinung nach hier durchaus
der Fall sein könnte, dass es zu einem Short Squeeze kommen könnte. Dieser Short Squeeze könnte natürlich auch nicht eintreten und die Aktie könnte weiterhin sinken. Daher ist es keine Anlageberatung, sondern lediglich im Sinne der Transparenz. Normalerweise mache ich persönlich solche Spekulationen nicht unbedingt. Allerdings haben wir derzeit eine sehr außerordentliche Situation am Markt. Wir haben eine hohe Volatilität und das Unternehmen hat natürlich auch den Nerv der Zeit getroffen mit den Produkten, die sie anbieten. Und wir haben gesehen, wie Palantir sich entwickelt hat. Und da entsprechend habe ich eine kleine Spekulation ausnahmsweise mal getätigt. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Derzeit ist die Aktie weiterhin im Aufwind. Und natürlich werde ich auch hier meine potenziellen Verluste bei rund 10% begrenzen. Das werden die meisten Zuhörer, die regelmäßig auf diesem Kanal sind, sicherlich bereits wissen. Wenn wir die Performance von C3AI noch mit der Performance von Palantir und Snowflake vergleichen, so wird eben sehr gut ersichtlich, dass die Performance von Palantir natürlich hier außerordentlich gut war, mit rund 270% seit Jahresbeginn. Da ist natürlich noch viel Potenzial, um aufzuholen, falls das denn der Fall sein dürfte, bei dem Unternehmen C3AI. Das Unternehmen Snowflake hat in dieser Betrachtung eine negative Performance von rund 10%, konnte allerdings zuletzt nach der Veröffentlichung von ihrem Quartalsbericht um rund 30% zulegen. Also auch dort wurde die Entwicklung des Unternehmens vom Markt honoriert, weil das Unternehmen natürlich eben auch von gewissen Trends profitieren kann. Denn es ist praktisch allseits bekannt, dass eben der Markt für KI-Software stets zunehmen wird, weil eben diverse Unternehmen gezwungen sind, diese Software einzusetzen, um entsprechende Wettbewerbsfähigkeit beizubehalten, wenn entsprechende Konkurrenten auf diese Software setzen. Also spannende Entwicklungen. Das Unternehmen C3AI mit dem Kürzel AI ist sicherlich eine weitere Verfolgung wert. Ich persönlich bin derzeit investiert aufgrund der spekulativen Position auf einen Short Squeeze. Deshalb werde ich das Unternehmen weiterverfolgen. Was ist deine Meinung zu dieser Aktie? Schreib es gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.